Hallo Handwerker, ich begrüße euch. Ich darf euch vorstellen, ich habe heute Hilfe dabei, weil wir montieren heute eine Dachbodentreppe von Wipro. Und das ist meine Frau Vanessa, mein Goldstück. Und die wird mir heute dabei helfen, wird gucken, dass die Spaltmaße stimmen und sowas an der Treppe. Ja, wie gesagt, sie hilft heute und das wird mir dann auch passen, dass sie dabei ist, weil ich muss halt oben arbeiten im Dachgeschoss und sie kann von hier unten gucken, dass alles passt und stimmt. Und da muss man einen guten Helfer haben, der dann auch weiß, was er da tut. Ja, wie gesagt, wir bauen heute eine Bodentreppe ein. Ich habe von der Firma Wipro eine Bodentreppe zur Verfügung gestellt bekommen. Deswegen ist dieses Video auch mit Werbung gekennzeichnet. Es handelt sich um die Bodentreppe GM4. Das ist eine Treppe, die wirklich sehr hochwertig ist. Also ich bin ein gelernter Zimmerer und habe auch schon viele Bodentreppen eingebaut, Dachbodentreppen. Aber diese ist wirklich sehr gut, sehr stabil. Das werdet ihr auch nachher sehen. Die einzelnen Details werde ich euch gleich noch dazu sagen und was wir mit der Bodentreppe auch machen müssen, bevor wir sie überhaupt einbauen können. Und dazu dann nachher mehr. Wie gesagt, die alte Bodentreppe, die hier drin ist, hat überhaupt keinen Dämmwert, null. Und Moment, ich muss mal kurz gucken. Die neue hat einen U-Wert von 0,33 und das ist schon sehr, sehr gut. Die hat einen 10 cm dicken Boden, Sandwichboden, wo dann auch richtig Dämmung reinpasst und wo dann auch alles gedämmt ist, keine Hitze kann mehr nach oben steigen, das ist ja Sinn der Sache und das ist eigentlich nur bei sehr guten Bodentreppen vorhanden. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Wie gesagt, die alte Treppe muss jetzt raus. Zu Hause, wenn ihr eine alte drin habt, Treppe, dann könnt ihr sie entweder mit dem Hammer, mit Säge rausschlagen. Bei der Treppe ist es so, die habe ich einem Freund versprochen, der kann die gut gebrauchen für seine Garage. Der hat da drüber noch einen Boden, da ist ein Loch und da möchte er gerne die Treppe einbauen. Deswegen versuchen wir die jetzt hier auszubauen, ohne dass sie kaputt geht, soweit es geht. Aber ich denke, das dürfte kein Thema sein. Zu Hause könnt ihr die natürlich einfach mit dem Hammer rausbomben und dann ist gut. Und wir schauen mal, ob es funktioniert. Ich habe mir extra einen Seilzug gekauft, einen elektrischen. Der ist jetzt bis 15 Meter ausfahrbar, kann 200 Kilo ziehen. Das kommt uns sehr zum Vorteil, weil die neue Treppe ziehen wir auch damit hoch, weil sie laut Hersteller wirklich nicht auseinandergenommen werden soll. Weil die schon richtig eingestellt ist, da passt schon alles so, wie es sein muss. Und deswegen machen wir das bei der Treppe nicht. Deswegen der Seilzug wird auf den Boden gelegt, vorgearbeitet, hochgezogen, montiert, fertig. Gut, dann sehen wir uns gleich, wenn wir die Treppe schon mal draußen haben. Wir werden die Kamera weiterlaufen lassen, so dass ihr das auch sehen könnt, wie ich sie dann runterlasse. Alles klar, bis gleich. Ciao. Die Treppe habe ich los. Da waren noch ein paar Nägel mit drin, die ich leider nicht gesehen habe, weil sie so alt ist. Bisschen außer Atem. Jetzt lasse ich es mal runter mit meinem schönen neuen Kran. Ah. Ja, ich schön langsam. Der erste Streich wäre geschafft. Da bin ich wieder. Ja, die bringen wir jetzt nach unten. Müssen hier leider ein bisschen aufräumen. Hat mehr Dreck gemacht wie gedacht. Und sehen uns gleich dann bei der anderen Treppe, wenn wir montieren. Bis gleich. Jetzt kümmern wir uns erstmal. Also ich habe hier ziemlich wenig Platz um das Blower Door Set. Das heißt, wir müssen den Lappen, die dampfdicht, müssen wir an die Seite dran kleben. Und dann kommt nachher noch hier das
die Dichtlippe obendrauf. Machen wir jetzt mal zusammen. Aber ist eigentlich ja, gar kein Problem. So, wir kleben, lassen hier ein bisschen Überstand, so einen Zentimeter. Und kleben einfach schön auf Spannung halten, dass da auch keine Falte reinkommt. Schön dran drücken. Ist natürlich auf jeden Fall besser, wenn ihr auch das Blower Door Set dazu nehmt. Dann habt das auch dicht. Der Deckel hier von der Treppe hat 10 cm, also ist schon sehr viel. Da kann man jetzt so nicht sehen, das seht ihr nachher, wenn die Treppe montiert ist. Das sieht schon mal gut aus. Da kommt gleich die Dichtlippe rein. So, jetzt muss ich auf die andere Seite. Wie gesagt, wir haben hier ziemlich wenig Platz, aber wir müssen damit klarkommen. Es bringt nichts, hier rum zu knatschen. Wie gesagt, die Firma ist aus Oberösterreich. Wipro kannte ich vorher auch noch nicht. Aber normal habe ich immer diese Standardtüren montiert, beziehungsweise Bodentreppen. Und also ich muss wirklich sagen, da hatte ich manchmal Bedenken, weil die ziemlich fiemschig waren. Wer das von euch schon mal gemacht hat, der weiß das auch. Dass die ziemlich dünn waren. Ich muss jetzt hier ein bisschen rumrücken. Einmal nach hinten. So. Mein Fräuschen filmt. Das ist jetzt für euch ein bisschen langweilig, aber ihr wollt ja sehen, was ich hier mache. Einmal schön rum, komplett. So, jetzt nach vorne. Dann kann meine Frau das nächste Mal alleine machen. Mhm. Ne, Schatz? Das mache ich. Wenn ich es gut weiß, habe ich ein super Erklärvideo. Ja, genau. Schön drauf drücken. So, und hier treffen wir uns jetzt wieder. Und da kleben wir gleich noch die Ecke drauf. Und dafür ist nachher auch der Dichtstoff, dass man den an den Ecken noch mal mit drauf spritzt. Aber ich will mal gucken, ob wir das vielleicht hier ein bisschen anders machen können, dass wir jeweils noch eine Ecke drumlegen. Das heißt, wir schneiden uns hier von dem Rest, den wir haben, noch jeweils so 10 cm ab. Muss auch nicht gerade sein. Das verschwindet komplett oben in der Wand. Und kleben das hier einmal mit drum. Und haben dann hier eine Überlappung, wo wir gleich hier noch den Kleber mit reinspritzen. Und dann ist das Ganze richtig dicht. Weil ist klar, wenn man das einmal rumklebt an den Ecken, hat man natürlich da dann eine Spannung drauf. Ja, man könnte es auch richtig schön gerade mit der Schere schneiden, gar keine Frage.
Ich mache es jetzt mal so. Weil ehrlich gesagt, sehen tut es auch keiner mehr. So, jetzt mache ich das hier auch um die Ecke. Schön drauf. Und dafür ist dann auch der Dichtstoff in der Kartusche dabei, dass man das dann da auch noch richtig schön dicht machen kann. Theoretisch könnte man auch ein anderes Klebeband dafür nehmen. Da gibt es ja zahlreiche, auch was man für den Dachgeschossausbau nimmt. Dann braucht man nicht mit der Kartusche zu arbeiten. So, ich würde sagen, ich bereite das jetzt soweit vor und gleich kleben wir das noch mit der Kartusche einmal drumrum und dann seht ihr, wie das dann aussieht. Den Lappen habe ich jetzt komplett dran geklebt, der ist überall nochmal nachgedrückt. Jetzt habe ich hier das Terroson, das ist auch mit bei dem Blower Door Set. Auf der Rückseite ist ein Aludeckel. Wenn ihr euch fragt, ja, wie soll ich denn das jetzt rauskriegen, den Klebstoff? Also den Aludeckel hinten, Schraubenzieher reinstecken und dann rausbrechen und dann ist es eine ganz normale Kartusche. Jetzt kleben wir hier einfach in den Zwischenraum, der jetzt geblieben ist, schön den Kleber rein. Bisschen andrücken und hier kommt ja gleich unser Dichtband drauf. Und auch wenn ihr oben drauf irgendwie so ein Loch habt oder so, könnt ihr das damit einfach zuspritzen. So. Hier jetzt schön drunter. Schön dick drauf. So. Hier kommt unser Dichtband drauf. Hier oben habe ich ein kleines Löchelchen. Spritze ich auch rein. Da auch. Und nicht platt drücken, sondern so, dass noch eine Wulst drunter ist, dass es nicht platt ist. Dann bringt euch das nichts. Also schön vorsichtig mit dem Finger drücken. Hier jetzt genauso auf der Seite. Aber mit diesem Lappen ist eigentlich gut, was ich da gesagt habe. Wenn ihr da halt diese 10 cm zum Beispiel oder was ihr am Rest habt. Also hier war jetzt natürlich ausreichend. Schön vorsichtig drauf. Und dann so ein Rest schneiden. Hier oben spritze ich vorsichtshalber auch noch was rein. Damit es auch schön dicht bleibt. So. Rest kann man da drauf schmieren. Jetzt muss ich ein bisschen kraxeln. So. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen mehr Platz habt bei euch als ich hier bei mir. Aber Treppenhaus ist ja meistens immer ein bisschen eng. Aber geht schon. So, nächste Seite. Da merkt er direkt, dass der Kleber direkt anfängt zu ziehen, dass der richtig gut drauf hält. Der ist wirklich nicht schlecht. Da muss ich noch ein bisschen nachschneiden. So. War ein bisschen Spannung. Andere Seite ist fest.
wie gesagt, nicht allzu fest drücken, dass er wirklich merkt, da ist noch eine Wulst drunter. Umso besser ist das. Diese Treppe hier, die gibt es in verschiedenen Variationen. Die hier hat jetzt einen 10 cm Deckel. Also es ist schon sehr viel. Aber die gibt es auch nochmal mit einem Deckel, der sogar... jetzt habe ich was gesagt. Ich glaube 15 oder 20 cm hat. Auf jeden Fall hier halt der Deckel. Der ist voll gedämmt. Und den gibt es auch nochmal dicker. So, dass ihr dann wirklich das Maximale rausholen könnt. Und das ist schon eine feine Sache, dass man weiß, man heizt halt nicht fürs Dachgeschoss, sondern wirklich nur auf der Etage, wo ihr dann auch heizt und nicht oben. So, das habe ich alles abgedichtet. Den Kleber könnt ihr dann auf jeden Fall auch wieder verwenden, die Kartusche einfach drauf lassen. Das trocknet hier oben, dann ist die dicht, wenn ihr es nochmal gebrauchen könnt für irgendwas. Das kann man für sämtliche Sachen nehmen, den Dichtstoff, den Klebstoff. Einfach eine andere Spitze drauf und dann könnt ihr die noch verwenden. Jetzt kommen wir zu unserem Dichtband. Das ist sehr fest, also es ist ein fester Schaumstoff. Fast zu vergleichen mit einem Compriband. Compriband kennt ihr wahrscheinlich auch von Türen und Fenstern einbauen. Jetzt muss ich hier mal rum. Mal gucken, ob meine Frau das so einfangen kann. So, jetzt nehmen wir uns einfach hier unseren Dichtstreifen und kleben den hier richtig schön auf die Kante. Schneiden den dann an der Verbindung, wo wir gleich mit dem anderen Stück hin müssen, ab. Und das ist ja das Stück, was auf die Decke drauf drückt nachher, wenn wir die Decke fest, wenn wir den Kasten festschrauben. Dazu gleich aber mehr. So, jetzt gehe ich mal hier rüber. Ist hier und auf einer Seite selbstklebend. Gehen dann bis hier hinten hin. Da hätte ich ein bisschen länger lassen können, sieht man schon. Aber da gehe ich gleich nochmal mit dem Kleber rein, so dass das da auch dicht ist. Schön außen an der Kante. Dann sind wir halb auf dem Rahmen und halb auf dem Dichtband. Ich muss wieder wechseln. Und wie gesagt, bei Vipro habe ich mir auf der Homepage auch mal die Innentüren angeguckt und die Haustüren. Weil meine Haustür, die ich hier habe, also ganz ehrlich gesagt, haben wir die damals gekauft, wo wir hier das Haus gekauft haben. Und ich denke mal, das ist bei euch genauso oder wird genauso sein. Da mussten wir auch ein bisschen sparen. Es ist nun mal so im Leben. Und dann habe ich hier eine sehr günstige Tür eingebaut, weil hier vorher eine Alutür drin war. Und das geht ja gar nicht. Naja, und dann habe ich die geholt hier, aber die ist auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Und deswegen habe ich auch bei Vipro mal geguckt und die haben wirklich Türen. Bleibt einem die Spucke weg. Mit dieser Abdichtung hier müsst ihr auch wirklich gewissenhaft machen. So wie ich da vorne jetzt an der Ecke. Naja, ich mal wieder.
Nee, aber wirklich, das muss schon dicht sein. Sonst können wir wahrscheinlich gleich hier auch noch so ein Streifchen abschneiden und den auch damit reindrücken. Aber da ist so eine Kante, so eine Eisenkante, so eine Falz da hier. Und da ist es schon nicht so einfach. Da kann man eigentlich nicht drüber kleben oder sollte man nicht. Weil, also wie gesagt, der Rahmen drückt ja nachher an die Decke. Und wenn das da nicht gleiche Höhe hat das Band wie an den anderen Stellen, dann drücken wir da irgendwas kaputt. Hier hinten haben wir diese Kante nicht. So, jetzt haben wir es gleich schon geschafft. Und dann kommt der nächste Punkt, bevor wir die Treppe überhaupt hochziehen können, wo ich hoffe, dass das auch klappt. Abschneiden. Natürlich ein scharfes Cutter damit bei. So, und jetzt schneide ich hiervon einfach zwei kleine Streifen, setze die da drüber und dann hoffe ich, dass das okay ist. Ja, das geht. Das drückt sich. Ich reiß da noch ein bisschen drüber ab, damit es was tiefer kommt. Auf der anderen Seite genauso. Und dann kommen wir als nächstes zu den Gewindestangen, die hier auch schon auf dem Boden liegen. Die hat meine Frau bestimmt schon mal ins Bild geholt. Oder nicht? Doch, jetzt gerade. Siehste? So, und das sind Gewindestangen hier. Die müssen wir vorher dran machen, bevor wir die Treppe hochziehen, weil die in der Innenkante zwischen Decke verschwindet. Die werden von außen draufgesetzt. Dann ist hier eine Mutter dabei. Und das müssen wir an allen vier Seiten müssen wir das machen. Ich nehme dafür eigentlich immer einen Engländer, weil dann brauche ich mir nicht hier irgendwelche Schlüssel zu suchen. Ja. Sieht gut aus. Und hier können wir gleich noch ein Tape drum machen, dass das beim Hochziehen wirklich nicht verrutscht. Und das machen wir jetzt an allen vier Seiten und sehen uns dann gleich wieder, wenn wir die Treppe hochziehen. Also vier Stück sind's. Ihr könnt dann hier noch ganz kurz, hier sind zwei Löcher. Ihr könnt dann selber die Höhe bestimmen, wie hoch die oben rausgucken sollen an der Decke, weil die kann man später noch abschneiden. Ich nehme jetzt das unterste Loch, nicht das oberste. Das müssten so 5-6 cm Versatz sein. Ich nehme das unterste, damit es nicht zu weit hier oben rausguckt. Okay, bis gleich. Oh, die Gurte sind unten an der Treppe dran.
Meine Frau steht unten, passt auf, dass hier auch alles richtig läuft und dass die gerade hochkommt. Wir versuchen das jetzt. Wie gesagt, ich habe hier eine Seilwinde gekauft, damit das Ganze ein bisschen einfacher ist. Die kann ich auch gut für die Baustelle gebrauchen. Außen am Gerüst festgemacht, kann man Sachen hochziehen. Die U-Eisen habe ich jetzt auch hier oben. Ja, dann würde ich einfach sagen, wir versuchen es mal, oder? Runter. Okay, jetzt. Ja. Ja. Jetzt stoppt es wieder. Ja. Kommst du mit der Leiter? Ja. Okay. Ja. Bei dir, also vorne ist gut. Okay. Ja, jetzt besser. Ich mache jetzt mal die Haken rein, dann können wir das was ablassen. Jetzt kommen hier einfach diese Haken drüber. Ich habe hier vorher ein Band dran gemacht. So. Da kommen die Muttern drauf. War ich sicher das erstmal? Ja? Und dann können wir das gleich so rücken, wie wir es brauchen. So, das kommt hier einfach oben auf den, auf die Decke. Hinten mache ich das auch fest. Gegenübergesetzt. Ja, warte, ich muss noch eine Schraube holen. Warte. Oh, die Frau ist schneller als ich. So. Und dann können wir das gleich schön rücken, so wie wir es brauchen. So. Weil hier diese Treppe wird nicht oben in die Decke reingedübelt, sondern die hängt jetzt hinten schon. Also hier hinten hängt sie noch runter. Vorne ist sie. Ja, ich weiß, aber sie kann nicht mehr runterfallen. Sie ist gesichert. Ja. Das ist halt, wie gesagt, für mich auch das erste Mal, dass ich so eine Treppe einbaue. Aber das Prinzip ist sehr einfach. Hier kommt anschließend noch ein Bodenaufbau drauf. Deswegen ist der Rahmen jetzt auch etwas höher als da hängt sie noch nicht, da ist sie noch drunter. Ja, warte. So. Von unten sieht schon gut aus. Ja.
mal ein bisschen Luft. Ja, warte. Kommt jetzt gleich. Können wir gleich gleichmäßig anziehen. So. Dann kann man die genau variieren, dass die mit dem Deckenloch unten genau abschließt. Weil die halt hier oben nur an den Gewindestangen hängt. Kommt schon fast hin, ne? So, jetzt ziehe ich die hier noch was hoch. So, jetzt kommt mein Engländer wieder zum Einsatz. Bitte? Die sitzt jetzt gut mittig im Loch. Ja. Und die Schrauben hier dürft ihr nicht zu fest anziehen, weil die Treppe halt noch eingestellt werden muss, beziehungsweise genau in dem Loch jetzt hier justiert werden muss, dass er reinpasst. Schön gleichmäßig hochziehen. Die können wir gleich dann immer noch, wie gesagt, justieren. Ihr seht mich jetzt mit dem Rücken. Und am allereinfachsten ist natürlich wirklich, wenn ihr zwei Mann habt, die von unten die Treppe einmal kurz hochhieven, dann hier die Eisen einmal querspannen. Vorne rechts haben wir jetzt noch Luft, ne? Bis zur Decke. Hinten rechts meine ich. Ah, hinten rechts. Also es kommt immer mehr. Wie viel haben wir da jetzt noch? Das war schon an der Decke. Hinten rechts. Also der Rahmen kommt noch nicht an die Decke. Da ist noch etwa. Ja, dann schraube ich noch ein bisschen. Kann nicht sein. Ich bin ja am Schrauben wie ein Wilder. Das wäre jetzt nur ein Millimeter gekommen dann. Und wie ist die Luke da drin? Bitte? Die Luke. Wo haben wir denn jetzt noch Luft zum Putz? Also da, wo ich jetzt bin. Ja, genau. Und andere Seite? Mach doch mal ja.
Ja. Da musst du an der Seite gucken dann. Vorne links. Stopp. Ja. Jetzt mal vorne rechts. Stopp, gut. Gut. Ja? Ja. Du musst richtig dran drücken. So, ja, sieht gut aus. So, und mehr ist das eigentlich nicht. Diese U-Eisen hier, halt, die verschwinden unter dem Bodenaufbau. Das heißt, ihr könnt denen angeben bei Wipro, was ihr für eine Bodenhöhe habt. Und dementsprechend holt ihr dann den Aufbau der Kiste. Wenn der Deckel unten natürlich dicker ist, umso höher wird natürlich die Kiste, weil irgendwo muss ja die Leiter rein, das ist klar. Und wenn dann der Bodenaufbau gemacht ist, könnt ihr bündig mit der Treppe abschließen. Zu der Treppe gibt es jeweils auch noch einen Oberdeckel, also den könnt ihr dazu bestellen. Der geht automatisch, der wird einfach mit eingebaut. Das geht ganz automatisch. Das heißt, wenn ihr die Treppe von unten runterlasst, geht hier oben der Deckel auf. Und der gibt auch nochmal zusätzlich Dämmwert und Feuerschutz gleichzeitig. Wie gesagt, die Treppe hat selber F30 von unten. Also 30 Minuten Feuerstandswiderklasse. Und ist einfach eine klasse Sache. Und ihr braucht nicht hier in den Beton reinzubohren oder so. Das wird nur mit diesen Winkeln gemacht. Und wir sind aber noch nicht fertig. Das heißt, ich kann jetzt hier meinen Kran abbauen. Hätte ein bisschen besser klappen können mit dem Kran. Aber, also mit der Winde hier. Aber war jetzt mehr oder weniger ein Notbehelf, dass ich das alleine bzw. mit meiner Frau machen kann, weil ich auch sehen wollte, geht das, kommt ihr damit auch klar, wenn ihr das mal alleine zu Hause machen solltet. Und es geht. Aber wie gesagt, es ist natürlich einfacher, wenn unten zwei Mann kommen, drücken einmal dagegen und dann ist gut. Dann ist die Treppe oben. Hier oben schnell zweimal fixiert, gegenüberliegend, und dann kann nichts mehr passieren. Muss ja nicht so tief sein, wie ich das jetzt gemacht habe. Kann ja auch weniger sein. So, jetzt die lege ich jetzt mal hier rein. Dann geht es nämlich weiter. Wir sind ja noch nicht fertig. Hier kann ich mal den Strom entnehmen. Den lege ich auch mal vorsichtig hier rein. Dann ist dabei, wenn ihr es bestellt habt, auch gleichzeitig Steinwolle. Die Steinwolle wird verwendet, um den kompletten Spalt hier auszufüllen. Müsst ihr, das ist einmal Feuerschutz, Steinwolle bei 1000 Grad, also 1000 Grad temperaturresistent. Und das wird komplett ausgefüllt, ist einmal Schallschutz, Feuerschutz und auch wegen der Luftdichtigkeit. Und dass die Treppe halt eine richtige Führung hat, dass die halt stabil bleibt. Für das Einbauen der Treppe ziehen wir uns natürlich Handschuhe an. Normalerweise auch eine Brille, damit man nichts in die Augen kriegt. Habe ich aber jetzt nicht. Das heißt, ich komme nicht dran, die ist unten irgendwo. Ihr könnt dann auch mal so rütteln, das ist gut. Wie ihr feststellen könnt, habe ich schnell den Kran abgebaut hier. Was heißt den Kran? Die Seilwinde natürlich. Und jetzt stopfen wir hier erstmal aus. Also wie gesagt, das muss auch sehr, sehr fest verstopft sein. Und vor allen Dingen halt dicht. Ich hole mal hier die Stopfwolle raus. Die ist
von einem namhaften Hersteller. So, na, gucken wir mal. Wo ist denn der Anfang? Da. Wie gesagt, das ist Stopfwolle. Das ist nicht wie Rollisol oder sowas. Ich habe mir extra so einen Winkel hingelegt, dass ich das damit gleich schön nachstopfen kann. Das müsst ihr auch ziemlich gewissenhaft machen, dass das alles dicht ist oder voll ist. Richtig bis unten hin. Ich habe mir hier so einen Winkel hingetan oder hingelegt. Hier so ein Winkel, wo ich jetzt auch schön alles mit runter drücken kann. Damit auch schön die Wärme oben bleibt. Bringt ja nichts, wenn er unten den Deckel voll gedämmt haben, und das ist ein ganz hochwertiger Deckel, und haben hier an den Seiten aber nichts drin. Was sehr wichtig ist, ist auch kein anderes Verfüllmaterial nehmen als wirklich nur Stopfwolle, also Steinwolle, keinen Schaum oder sonstiges, weil mit diesem Schaum, das wäre zwar schön praktisch, aber ihr verformt damit die Treppe. Das heißt, die drückt dann irgendwo hin und es ist nicht mehr gegeben, dass die wirklich dicht ist. Deswegen auf jeden Fall nur Steinwolle, nichts anderes, kein Schaum oder so und sowas nehmen. Und hier wird ja dann später, ist diese Fläche ja, wenn der Bodenaufbau kommt, hier mache ich noch einen Brio-Boden mit Dämmung rein, damit ich hier oben wirklich Ruhe habe. Ausbauen werde ich hier oben nicht. Also ich habe hier gedämmt, eine Vollsparrendämmung gemacht. Im Sommer kommt auch ein neues Dach drauf. So. Und dann habe ich hier oben, wie gesagt, nichts mehr zu tun. Dann bleibt das so, dann ist das ein ganz normaler Speicher. Und das Haus ist groß genug. Da brauche ich nicht noch hier oben irgendwie Wohnraum oder sowas. Ist sowieso keine Deckenhöhe hier, also keine Standhöhe, das wäre Blödsinn. Ah, ich habe schon gedacht, das ist aber viel Stopfwolle, aber da geht schon ganz gut was rein hier. Muss ich schon sagen. Stück für Stück volldämmen, den Fingern schön nachstopfen, auch an die Ecken nicht vergessen. Und dann, wie gesagt, irgendwie so ein Eisen oder so, was ihr habt, und schön nachdrücken damit, dass es wirklich alles unten ist. So, ich werde das jetzt hier alles verstopfen. Und dann gehen wir gleich an die Treppe nochmal dran und gucken, ob die Stufen, ob die Einstellung stimmt, dass die Treppe auch richtig steht im richtigen Winkel. Und das gucken wir uns gleich dann nochmal an. Also bis gleich. So, Freunde, ich habe jetzt hier alles, hoppala, alles zugedämmt. Dämmen ist meine Lieblingsarbeit, muss ich ehrlich sagen. Zum Glück war das hier nicht viel, aber sonst habe ich wirklich Spaß damit. Und ja, wie gesagt, es war nicht viel, deswegen hatte ich jetzt keine Maske an. Handschuhe hatte ich an, habt ihr ja gesehen, ne? Nicht, dass da wieder Kommentare kommen, was ist los, Dirk? Man muss schon gucken, dass das alles auch safe ist. Sprich Brille, Handschuhe und Atemschutz. Ja, dann machen wir jetzt mal die Klappe auf, ob das auch funktioniert.
und mal gucken, ob ich hier auch wieder runterkomme oder ob ich oben übernachten muss. Machst du dann wieder auf? So, ich übernehme und lasse ihn jetzt mal von da oben runter. Okay, mit dem Haken oben in diesem Ring. Vorsichtig ziehen. Funktioniert. Okay. Alles passt. Ja, das sieht doch gut aus. Gut. Gut. Ja, dann gehe ich dann mal. Dann probier mal. Dann probier ich mal. Ja. Schöne breite Stufen, oben auch so lang, dass man auch nicht rutschen kann. Die Kamera hinter dir läuft. Ja, sieht gut aus. Gut. Ja. Ja, Treppe muss noch eingestellt werden. Die stimmt noch nicht. Das sieht man daran, dass die Stufen, ja, da oben ist ja auch noch eine Kamera, dass die Stufen halt nicht waagerecht stehen, sondern dass die geneigt sind. Das heißt, die Treppe muss noch weiter rein, kann ich oben an den zwei Schrauben verstellen. Und dann muss das untere Element ein bisschen gekürzt werden, sodass die steht. Das können wir gleich auch noch schnell zusammen machen. Dann zeige ich euch, wie das geht. Und dann sind wir mit der Treppe auch fertig. Oben muss ich noch Beiputz machen. Bei der alten Treppe beim Ausbauen ist mir ein bisschen der Putz flöten gegangen. Aber ist nicht so tragisch. Ja, dann müssen wir das jetzt so machen, dass wir die erst einstellen, Schatz. Das heißt, ich schaufe die hier jetzt rein, so lange bis die in Waage ist. Die Stufen. Dann musst du das untere Element mal ein bisschen einklappen. Ja. Ja, so. Nee, weiter. So, dass ich dann hier... Ja, jetzt muss ein bisschen entspannen. Am besten hier an der Seite wieder hochdrücken oder da hochdrücken, sodass ich die Schrauben reindrehen kann. Das kann man hier wunderbar einstellen an diesen zwei Schrauben, eine rechts, eine links. So, dann lass mal runter. Ja. Und du musst gucken, ob die Stufen da sind. Ne? Sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Ja, das kann ich so drücken. Das ist doch noch nicht richtig fest. Ja. So. So passt's. Die wieder umklappen unten, dann kann ich wieder runterkommen. Das sollte man aber nicht alles machen und dementsprechend muss dann auch die Treppe gekürzt werden. Zeige ich euch gleich, wie man das macht und dann passt das. So, ich bin heil runtergekommen. Meine Frau hat mich aufgefangen. Ja, ihr müsst halt gucken mit den zwei Stellschrauben, die oben sind. Die habe ich euch eben gezeigt. Da sind nur zwei rechts und links. Die könnt ihr verstellen. Da ist eine Kontermutter. Und dann das so einstellen, dass die Stufen dann auch wirklich in Waage stehen. Oder das reicht aber dann mit dem bloßen Auge. Ihr könnt natürlich eine Wasserwaage drauflegen, braucht ihr aber nicht. Das geht auch so. Jetzt seht ihr hier, dass die Treppe wirklich einen Knick macht. Und auch hier am Scharnier... Hier bei dem Zusammentreffen sind mindestens jetzt 1,5 Zentimeter Luft. Geht eigentlich ganz einfach. Das ist auch bei Holztreppen so, das ist bei allen Treppen so. Wenn ihr die kürzen müsst, ist eigentlich normal, dass man sie kürzen muss. Ist selten, dass mal was nicht gekürzt werden muss an Treppen. So, jetzt klappt ihr das letzte Element, klappt ihr um, so dass das hier
voll anliegt, also sollte oder muss voll anliegen, dann messt ihr einfach mit einem guten Zollstock. Ihr könnt auch eine Wasserwaage dran halten oder so, aber wenn ihr einen guten neuen Zollstock habt, dann könnt ihr das eigentlich ziemlich gut messen. Wir messen jetzt hier von der Vorderkante. Ihr könnt auch die Rückseite, die Hinterkante nehmen, aber da ist halt jetzt hier das Scharnier bzw. Die Mutter, die wird stören, deswegen messe ich das jetzt von vorne. Und hier habe ich jetzt genau bis auf den Boden 81,7. Das heißt, wir klappen das jetzt wieder hier vor. Ja, können wir so. Und messen dann auch genau hier von der Vorderkante. Ich hoffe, ihr seht das einigermaßen. 81,7. Das heißt, die Stufe ist fast unten auf dem Boden. Dann werde ich das so machen. Wenn die Situation ist... Ja. Sonst müssen wir... Sonst zeige ich es mal so. Ja, also ich habe jetzt hier die 81,7 von der Vorderkante gemessen. Und das ist jetzt hier genau unter der Stufe. Genau drunter. Es gibt jetzt entweder zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst das wirklich hier 3 cm länger, so dass ihr da ein bisschen nachstellt, oben an den zwei Justierschrauben. Dann ist sie nicht 100% in Waage, die Stufen. Aber das macht den Brei nicht fett, weil erstens geht man nicht so oft da hoch. Und zweitens ist es vertretbar. Oder ihr schneidet über der Stufe ab. Aber ich würde sagen, ich frage lieber die Frau. Frau, was sagst du? Unter der Stufe? Unter der Stufe. Oder über? Weil hier hast du ja dann praktisch eine Stolperfalle. Ne? Aber wenn die Treppe, dann sieht man es ja. Ne? Ja, aber ich würde die Stufe nicht wegmachen. Ja, also Frau hat gesagt, wir lassen sie. Das heißt, wir haben hier... 2,5 cm ist dieser Puffer. Dann machen wir hier 3 cm einen Strich. Messe das hier von der... Tu mal bitte die Hand da auf Seite ein Stück. Sind 2,8 genau vom Tritt. Das machen wir auf der Seite auch. 2,8. Da ich natürlich jetzt hier nicht flexen möchte, schraube ich jetzt hier dieses eine Element ab und schneide mir das unten in der Werkstatt. Dann mit der Flex einmal durch, setze die Kappen wieder auf die Treppe drauf unten und dann war es das eigentlich. Also, ich mache das jetzt, bereite das vor, gleich sehen und gucken wir uns nochmal genau die Treppe an, wie sie funktioniert und ob alles funktioniert. Okay. Oh, ihr selber Bauer. Jetzt ist die Treppe drin. Ich habe es abgeschnitten. Sie ist jetzt relativ in Waage, die Stufen. Warum nicht hundertprozentig? Halt, weil wir unten die Stufe dran lassen wollten. Ich zeige euch das mal kurz, indem ich mal runterschwenke. Da die letzte Stufe ist noch dran. Deswegen haben wir das jetzt so gemacht, dass wir halt hier eine kleine Stufe haben. Sonst wäre es wirklich zu steil geworden. Sonst hätten wir die Treppe nachstellen müssen. Nachgestellt ist sie jetzt auf die letzte Stufe. Das heißt, es ist nicht ganz in Waage, ist aber nicht schlimm. Jetzt gehen wir mal hoch. Ihr seht, sie hält. Ist auch stabil, fühlt sich sehr robust an. Das Gute ist, die ist kugelgelagert. Das heißt, beim Reinfahren läuft dieser ein Schlitten und da läuft dann die Treppe drin. Ich versuche das mal zu zeigen. Ihr seht auch, dass beim Rausgehen oder beim Rausholen geht die Reling zum Festhalten mit hoch und runter und die läuft halt in einem Kugellager und deswegen
ist auch gleichzeitig die Treppe gedämpft beim Rausmachen. Also die kann euch nicht entgegenschlagen, ihr seht. Wirklich mit einer Hand bedienbar. Finde ich auch sehr gut. Ja, was hast du noch zu sagen, junge Frau? Also ich bin positiv begeistert. Also ich fühle mich auf Leitern immer nicht ganz so sicher. Ich habe da so ein bisschen meine Aversion gegen. Allerdings muss ich sagen, bin ich jetzt auch schon einmal rauf. Und ich muss sagen, ich habe mich sehr sicher gefühlt, weil es wackelt nichts übermäßig. Also natürlich bewegt sich das etwas. Klar, sind ja verschiedene Teile. Aber man hat trotzdem wirklich einen sicheren Halt. Und auch die Trittbreite ist angenehm. Man kann wirklich gut rauf und runter. Und ja, ja, ich bin begeistert. Sehr schön. Ja. So, jetzt machen wir sie auch nochmal zu. So, das Zumachen. Also die nicht hochschlagen. Die zieht auch nicht hoch, so wie ihr seht. Normalerweise geht die dann direkt puff hoch. Aber hier bis oben hin. Und dann hier habt ihr an dem Ziehstab habt ihr oben einen schwarzen Kunststoff. Wie nennt man das? Stopfen. Stopfen. Und dann vorne an die Kante einmal hoch und zu ist sie. Aufmachen, ziehen. Und ihr habt halt eine wirklich dichte Treppe. Runterstellen. Da kann man auch hier. Und zu. Also wirklich optimal gelöst, sieht auch schön aus. Spaltmaß stimmt auch. Gut gemacht. Ja, ich würde sagen, danke an Vipro. Wie gesagt, den Link setze ich unter das Video. Und ich muss sagen, ist Qualität. Wie gesagt, das sage ich nicht, weil ich hier für Werbung mache und weil ich die von denen bekommen habe. Ihr wisst genau, dass wenn ich irgendwie sage, das Produkt ist gut, dann steht es auch in meiner Liste, sonst wird es da nicht drin stehen. Und ja, dann würde ich sagen, das war's. Das nächste Mal sehen wir uns wieder auf diesem Kanal. Denkt dran, Daumen und abonniert diesen Kanal und folgt mir auch auf Instagram. Danke und tschüss zusammen. Tschüss.